Dann hier wird es jetzt gleich ungemütlich. Jetzt geht's nämlich rund. Jo. Wohl dem, der hohe Frostresistenz hat. Resist Cold 76, 60, 55. Ja, ich meine, man kann auch ein Frostschild kann man ja zaubern. Wir, glaube ich, nicht. Ne, wir bräuchten drei Concentration, deswegen können wir das nicht. Aber wir sind einfach mal so frei und gehen wieder zurück und heilen uns. Denn wie gesagt, jetzt wird's lustig. Achso, kein okay, Use immer noch. Kann sie das benutzen? Ja, gut. Dann kommt es wieder zurück zu ihm. Was ist das nochmal genau? Das wäre jetzt hier, glaube ich, richtig sinnig. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach mit dem. Was? Nein. So. Diesen hier und zack. Richtig. Jetzt mal überladen, ey. Klar, weil wir jetzt wieder weniger Stärke haben. Dann müssen wir die leider tauschen. Dann habe ich hier mit mehr Energie und hiermit habe ich dann auf jeden Fall immer die Stärke von 126. Bringt natürlich hier nichts, weil die mit Willpower skaliert, aber wenigstens 71 und Feuerschaden. Wobei habe ich es gerade richtig gesehen, dass die Echse nicht reagiert hat auf den Feuerschaden. Das muss ich mal gucken. Schreibe ich am besten gleich wieder auf. Das heißt, Iron Fire. Weak Fire? Fragezeichen. Das wird sich auf jeden Fall mal lohnen, das herauszufinden. Hier geht's lang. Wenn jetzt nochmal was kommt. Nein, gut. Oder doch? Jo. Oh. Sowas machen wir. Einfach volles Rohr drauf. Hauen auf die. Okay, jetzt ist er hier. Hier ist noch zu. Jo, jetzt. Halt. Hey, komm zurück. Die ist ausgetürmt. Ah, das war ja klar. Sehr gut. Hier geht's weiter. Hier eine weitere Fackel. Nehmen wir einfach mal mit. Wir speichern wieder. Denn jetzt müsste das hier, glaube ich, losgegangen sein. Verdammt. Ah, wohl geht. Ja, mal. Doch, der ist hinüber. Was können wir da drauflegen? Vielleicht irgendwas, was wir nicht wirklich brauchen. Oder momentan. Poison Shield, genau. Poison Shield Trank. Aber es bleibt offen. Okay. Ja, klar. Gar nicht. Sieht gar nicht wie eine Falle aus. Okay. Ach ja.
Ja, wir laufen im Kreis. Aber wenn wir uns mal umsehen, nachdem wir... Verdammt! Aha. Wie jemand, hä? Ah, klar, wir sind im unteren Bereich gewesen. Na, sichi. Und wir haben eine dicke Statue, Ogre Figurine. Tiny intricate tools have left their markings all over this figurine. They almost look like battle scars. Ja, Ogre haben wir hier draußen ja schon reichlich getroffen. Oder Frost-Ogre oder wie auch immer. Nord-Ogre, keine Ahnung. Zuko feels strong. Sehr gut. 280 Hitpoints hat er momentan. Aha. Überreste. Dann haben wir wieder Icicle Claws, haben wir sie jetzt, können sie ja, Dual wielden, wie man so schön sagt. Smogman brauchen wir nicht. Ja, Schock kennen wir auch. Ja, dann müssen wir wohl jetzt hier drauf, da hilft nichts. Klauen wir uns direkt den Schlüssel. Und jetzt geht's rund. Ice Lizard Steak. Also diese Ice Lizards. Oh, die sind recht nahrhaft. Schadenstechnisch waren sie aber schon relativ fit. In einem... vorherigen Playtest. In dem vorherigen Playtest war das recht interessant. Die... Gut, derjenige vorne mit einem hohen Verteidigungswert wurde permanent gegessen und der mit dem Ausweichenwert nicht. Ja, gut, da habe ich auch einen Münchner Party und der wird halt irgendwie nicht so oft getroffen. Wir hören es wieder flattern. Schlüssel gefunden haben wir einen Silver Key. Aber die Türen gehen nicht auf. Oh doch. Und natürlich. Natürlich bekommen wir direkt Ärger. Bleiben wir mal standhaft. Ach du Scheiße, der hat 70 Schadenspunkte gerade genommen. Oh shit. Deswegen ist der verfluchte Teleporter da. Oh boy. Nimm den Heiltrank. Oh shit. Nicht einkesseln lassen. 80 Punkte Schaden. Okay. Nein. Du kriegst den guten Heiltrank. Die hätten wir eingesperrt, die zwei Mistviecher. Wir werden was nun tun. Ah, genau, wir können, wir könnten eine Bombe auf den Platz werfen, dann könnte man sie ein.
Ein Kessel mit dem Zauber Force Field. Vielleicht sollten wir das mal spaßhalber machen. Moment, ich bin verwirrt. Was brauchen wir? Wir brauchen Concentration 2, genau, mehr braucht es ja gar nicht. Wo ist jetzt der Zauberstab? Genau, hier der. Ich meine, der kann das halt. Oh, jetzt hat er auch den Feuer. Fireburst Zauber gelernt. Sehr gut. Oh, Junge, hauen die rein. Was habe ich da? Ich meine, warum? Bloß nicht in den Teleporter, sonst sitzen wir dann im Eck und dann sind wir dran. Oh shit. Ah shit. Wir wollen uns mal schön heilen. Ice Shield kriegst du auch. Einfach nur so. Ja, der hat offenbar keine Schwäche gegen Feuer. Ist ein bisschen merkwürdig. So, du isst mal was Feines. Oh gut, alles weg. Nicht ins Feuer stellen. So, jetzt geht's auf die Althergebrachte weiter. Sehr gut. Ja, das ist schon ein bisschen deftig hier. Wir. Ja. Eine Nachricht. It seems like they shy away from fire or torches at least. Now all we need to do is find the exit. The tunnel to the south appears to be leading nowhere. Okay, Fackel, gut. Also Feuer mögen sie nicht. Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Speichern wir einfach mal ab. Achso, die Region ist auch komplett überarbeitet im in der finalen Version. Das hätte ich. Ja. Oh oh. Gut, wenn die ohnehin nicht so auf Feuer nicht so Probleme damit haben, dann. Oh shit. Dark Quarrel, Dark Arrow. Oh, geblendet. Der hat tatsächlich uns aus den Augen verloren, oder? Wegen, weil er jetzt geblendet ist. Oh Mist, wäre fehlt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, Mist des Wortes. Doch mit ordentlich Schaden teilen wir auch aus. Es ist nicht so, als ob wir nur die Opfer wären. Oder es ist vielleicht sogar eh besser mit den Dingern, weil sie sofort Schaden verursachen. Und hier haben wir wieder Ice Shield Potion. Na, immerhin. Das. Nein, das bleibt drin. Note. Let not the rite of darkness lure beasts
Lure Beasts Rightest One. Also das ist nicht die, das Ritual der Dunkelheit. Biester anlocken. Oh, Rechtschaffener. Okay. That's not the right of... Not the right of darkness. Oder wie war das? Not the right of darkness, little beast. Right, small. Okay. Ist natürlich ein kleiner Hinweis. Ein Hinweis darauf, dass die Dunkelheit hier im Tempel wohl nicht so eine gute Idee ist. Oh, wir machen mal ein Nickerchen. Das können wir uns ja auf jeden Fall leisten, weil wir irgendwas gefunden haben. Sag mal, habe ich irgendwie einen Schlaganfall? Irgendwas wollte ich doch gerade sagen. Richtig, wir haben Futter, weil die Viecher ja Futter droppen und am Ende sind, dann haben wir trotzdem noch. Ja, genügend Nahrung. Das heißt, wir werden hier nicht verhungern, so wie es ausschaut. Und ich suche das Seil. Das Seil. Und you can't climb down here. Vielleicht weil zu rutschig. Ja, die Beinchen sind in Mitleidenschaft gezogen. Zumindest einmal die Füße, einmal die Beine. Ach ja, wo haben wir sie jetzt schon wieder? Die konnte sie nicht tragen. Die hat sie bestimmt nicht irgendwo, oder? Ne, hat sie nicht. Wo ist der Zauberstab? In seiner Hand. Kein Wunder. Oh, das... Ah, okay. Das heißt, sowohl die Beine als auch die Füße. Feet injuries caused by falling. Ja, muss man dann ausprobieren. Ich muss ja nicht jedes einzelne Wort oder was das jetzt genau tut, en Detail erklären. Ah ja. Oh, das ist ja echt ein Traum, das Ding. Naginata, hat es irgendwie einen Zusatz für Crit? Nein. Aber das gefällt mir spontan doch mal extrem gut. Vor allem, weil es Feuer macht. Oh, fast 300 Schaden. Sehr, sehr geil. Jo. Gucken wir mal, was so ein Feuerball... Junge. Ah. Ice Shield Potions. Hm. Noch mehr Ice Shield Potions. Warum? Bestimmt vollkommen grundlos. Wieder eine Fackel. Vielleicht mal irgendeine Halterung finden. Vielleicht, vielleicht ist ja das das Rätsels Lösung. Wir speichern einfach mal ab. Hm. Der ist wieder aktiv. Zack. Aber wir haben die... Oh, Junge, fast 400. Ich glaube, die haben nur 400 Trefferpunkte, so wie es aussieht. Finde ich spontan mal sehr gut. Und wieder Ice Potion. Ice Shield Potions. Haben wir denn alle Ice Shield Potions? Nein, die Nummer 2 hat noch nichts dergleichen. Und ein Schlüssel... Wieder ein LED Key. Genau wie oben. Nee, LED Key war woanders. Stimmt, kann ich mal Spaß aber ändern. Wo sind wir hier? Forsaken. Weiß ich nicht. Basement oder so. LED Key. Icy Key. Trifft sich ganz gut, weil ich habe ja neulich auch ein paar neue Schlüssel gedesignt. Und die können wir dann hier einfach verwenden. Ach, da ist es. Wir haben es davor abgelegt. Wir haben. Aber davor speichern wir auch mal ab. Einfach nur so. Ja. Zack. Nein, das war's nicht.
Und wieder eine Ice Shield Potion, ist ja wieder 2 davon. Nun haben wir mehr als nur 2 davon. Ja, the Shy Away from Fire. Das behalten wir mal einfach so. Ist das der Lead Key? Okay. Jo. Ice Shield Potions. Oh. Okay, das war vielleicht... Der lässt alles raus. Aber mit der Feuer-Naginata gar kein Problem. Oder Naginata, oder wie auch immer man die nennt. Ich weiß nicht, wissen, wie man sie ausspricht, um sie einzubauen in einer Mod. Oder irre ich? Und hier wechseln wir wieder auf die Feuergeschichte. Und zack. Sehr... Oh, verdammt. Feuerbombe. Aha. Wir haben ihn besiegt, haben Erfahrung bekommen. Und hier haben wir ein Secret gefunden. Ich frage mich nur gerade, warum das... Das war ja vorher nicht offen. Ah, wieder mehr Platz zu klatschen. Zack. Oh, das war erbärmlich. Also bitte. Die macht 40 Schaden mit der Fackel. Geil. Okay, das fand ich jetzt mal spontan gut. Wie wird denn das geregelt? Über Willpower wahrscheinlich, ne? Nee, Dexterity. Das sollte aber eigentlich Willpower sein, wegen Feuer und so. Hab ich, glaube ich, auch eingestellt. Okay, aber die macht... Das Ding macht Feuerschaden und Dexterity kommt oben drauf. Wir haben 32 Dexterity. Der mit seinen 43 hat... Was macht denn der für einen Schaden? Das will ich jetzt mal sehen. Mit einer Fackel machen wir bis zu 37 Schaden. 36. Das ist ja krass. 37 Punkte Schaden. Das heißt, wir haben es hier mit einer Waffe zu tun, die relativ schnell ist, die einen 4 Sekunden Cooldown hat. Zweimal schlagen kann. Also quasi einen... fast 2 Sekunden Cooldown hat, die ich werfen kann. Für relativ wenig. Ja. Nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Okay. Finde ich gut. Ja, Potion of Strength. Ich frage mich nur, wie das, wer das hier aufgemacht hat, oder... Wie habe ich das hier aufgemacht? Was habe ich getan? Habe ich irgendwo was in Schaltern gedrückt? Und wieso war das schon offen? Normalerweise muss man doch... Oder es war wirklich der hier, die Halterung, dass man hier so eine Art Zelda-Dungeon hat oder was auch immer, wo eben alles nach den typischen Zelda-Regeln verläuft. Ich weiß es nicht, aber finde ich gut. Ja. So.